Sascha Bremer ist heute zu Gast bei uns im DJ-Profil. Wir haben ihn das eine oder andere Mal schon gezeigt und so freuen wir uns besonders, dass wir ihn jetzt getroffen haben. Was er zu berichten hat, bitteschön. Das DJ-Profil wird präsentiert von Pioneer DJ. Bei mir fing das alles an, dass ich damals tatsächlich in Berlin Veranstalter war und selber Veranstaltungen gemacht habe mit einer ziemlich großen Crew. Und irgendwann war mir das halt alles so ein bisschen zu langweilig, weil ich wollte einfach wissen, was dahinter steckt. Und habe mich natürlich extrem für die Musik interessiert. Und bin dann halt auch so zur Musik gekommen. Das heißt, ich habe dann irgendwann den Lars, meinen Partner von Heinrichs und Hirtenfellner, den Heinrichs, kennengelernt. Und zusammen haben wir dann Musik gemacht. Und 2005 haben wir unser eigenes Label gegründet, ZapTap. Und erst hat sich keiner für die Musik interessiert, auf jeden Fall. Und deswegen haben wir unser eigenes Label gemacht. Und 2005 fing es dann auch los. Also die erste Scheibe wurde ein Erfolg. Und so sind wir halt zusammen als DJ-Team auch zum Auflegen gekommen. Also ich höre natürlich viel, viel Musik, unterschiedliche Genres. Also von Popmusik bin ich in Wirklichkeit so ein kleiner Popmusik-Fan irgendwo. Und gerade also was die 80er Jahre betrifft, da bin ich ja groß geworden. Und mittlerweile würde ich meine Musik als minimale Popmusik bezeichnen. Ich mag halt Melodie, ich mag Vocals. Tatsächlich, wenn Leute texten können, finde ich das halt immer sehr inspirierend. Und Sänger hier und da finde ich halt auch mal irgendwie. Und deswegen minimale Popmusik mit Einflüssen auch aus dem Popbereich der 80er Jahre. Mit Heinrichs und Hirtenfellner. Unsere allererste Scheibe, das war die UAI, die kam 2005 auf den Markt und das war mit uns, also für uns auf jeden Fall der größte Durchbruch und für mich persönlich, allein jetzt als Sascha Bremer, war tatsächlich die People. Die People kam letztes Jahr auf Steel for Talent und da habe ich noch ein Video machen lassen von einem Kumpel und das ist ein Sprayer. Der sprüht auf der ganzen Welt und macht auch extrem coole Bilder irgendwie und dem habe ich einfach mal mein Anliegen irgendwie erklärt damals, was ich mir gerne wünschen würde und der hat dann tatsächlich angefangen zu schneiden und zu zeichnen und mit dem Ding, also mit diesem Video und mit dem Song habe ich auf jeden Fall viele Leute erreichen können. Bin ich mit Lars eingeladen worden nach Japan. Wir sind in Tokio gelandet und sind dann irgendwie total fertig, also wir waren wirklich total übermüdet, wurden abgeholt mit so einem Caravan von zwei netten Veranstaltern und sind dann irgendwo 6 Stunden lang durch Japan irgendwo, ich weiß nicht mehr wo es war, ich kann mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern, sind wir durch den Dschungel gekurft und sind auch zwischendurch ausgestiegen. War wirklich Dschungel mit Wasserfällen, mit den krassesten Geräuschen, mit den komischsten Tieren. Und als wir dann irgendwann wach geworden sind, waren wir tatsächlich über den Wolken. Und ich habe mich dann noch in so ein Zelt begeben. Und das war irgendwie, das war vormittags und bin auf den Nachmittag wach geworden. Und als ich dann aus dem Zelt rausgekommen bin, waren dann auf einmal, weiß ich nicht, 500 Zelte um uns rum und zwei riesen Bühnen waren da aufgebaut und da haben wir dann gespielt und die Leute waren einfach so super freundlich, die kamen dann tatsächlich an mit Gastgeschenken irgendwie, damit rechnet man einfach nicht irgendwie so als Künstler und da haben wir dann unseren Live-Act gespielt und es war einfach trotz Regen und die Stimmung war einfach super und die Leute haben da in dem Matsch getanzt und so und es war einfach, kann man nicht beschreiben, das war wirklich ein super krasses Feeling irgendwie, also mitten in Japan irgendwo über den Wolken,
zu spielen, das war wirklich dick. Spontan würde mir einfallen Stimming. Will jetzt nicht sagen, dass ich ein Fan bin oder so, aber ich mag halt die Musik tatsächlich von dem Stimming. Und wir haben zusammen mal gespielt, glaube ich, in einer Fabric in London und haben, glaube ich, zeitgleich spielen müssen. Und konnte mir halt sein Live-Act nicht angucken. Wenn er jetzt hier in der Nähe wäre oder so oder generell irgendwo, würde ich auf jeden Fall mal hingehen. Würde mich echt interessieren, weil der macht echt Respekt, der macht coole Musik. Also ich will mich da ja nicht so festlegen. Ich habe da so einige Clubs im Auge, die mir halt ganz gut gefallen. In Berlin, um gleich drei zu nennen, ich mag halt das Watergate, ich mag die Wilde Renate, ich mag die Kater Holzig. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Fabric ist schon wirklich ein ziemlich geiler Laden in London. Und ja, ich will mich da nicht festlegen. Ich denke, ich werde auf jeden Fall noch viele Clubs erleben dürfen und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ja, kürzlich erschienen auf Steel for Talent ist gerade das Album von Nico Ney und Sascha Bremer. Dieses Album ist echt super angekommen bei den Leuten da draußen, ob jetzt DJs oder Fans. Ist auf jeden Fall riesig eingeschlagen und es hat uns echt auch Spaß gemacht, diese zu produzieren. Es wird tatsächlich dieses Jahr, hoffentlich noch dieses Jahr, Lars weiß, wovon ich rede, Heinrichs und Hürtenfellner Album rauskommen. Darauf sind wir auf jeden Fall auch ziemlich gespannt, sind auch ein bisschen aufgeregt, weil wir halt schon lange wirklich nicht mehr zusammen produziert haben. Das wird aber demnächst passieren. Und jetzt tatsächlich demnächst, kürzlich steht an, eine Veröffentlichung von Philipp Bader und Sascha Bremer. Und ja, wir sind gespannt, weil es halt alle unterschiedliche Stile sind. Ne? Also mit Heinrichs und Hürtenfellner ist es halt eher so diese minimale Techno-Geschichte. Mit Philipp Bader ist es halt ja, so eine Mischung aus, würde ich schon eher sagen, fast Technoid. Und Nico Ney und Sascha Bremer machen halt so minimale Popmusik, viel mit Gesang und Vocals. Und Anfang nächsten Jahres möchte ich auf jeden Fall so weit sein, dass mein Soloalbum als Sascha Bremer rauskommt. Hi, hier ist Sascha Bremer. Ihr seht Nightlife 4X. Das DJ-Profil wird präsentiert von Pioneer DJ. Wo es in nächster Zeit was zu feiern gibt, hier sind die Tipps. Die Termintipps werden präsentiert von den Nachtagenten. Nachtagenten.de. Am 10.02. Sydney King Live und Daniel van Evans im Chili Club in Wurzen bei Leipzig. Am 11.02. Steve Buck und René Feitel bei der World League in der Roten Sonne in München. Am 18.02. der Nightlife 4X Karneval im Autohaus Franken in Moers. Am 19.02. We Are Carnival mit Len Farki und Felix Kröcher im 102 in Neuss. Und ein Termin für den März am 1.03. Fede Le Grand im H1 in Hamburg. Sicher dir deine Tickets, ob Festival, Party oder Konzerte, bei virtualnights.com. Heute ist es mal wieder soweit, wir haben eine nette Verlosung für euch. Zu gewinnen gibt es den neuen Outdoor-Audio-Player von Pioneer, Steez D10Z. Mit iPhone, iPod, Dock-and-Station, USB-Eingang und internem 4 GB Speicher. Um ihn zu gewinnen, geht bei uns auf die Seite nightlife4x.de und folgt den Infos. Und damit ihr den neuen Player auch mit frischer Energie genießen könnt, gibt es von unserem neuen Partner Powerhorse noch ein Fan-Paket obendrauf. Also, nix wie ran! So, das war's für heute von uns. Ich hoffe, ihr lasst es zum Karneval richtig krachen und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Besucht uns doch mal im Netz unter nightlife4x.de oder auch bei Facebook. Bis dann, macht's gut. Ciao. We'll be right back.
Nightlife 4X wird präsentiert von Powerhorse.